What the fuck? Ein Let's Player liest, ich weiß, das gehört sich nicht, aber ist mir egal. Der Berg kam mir zu nah, der Berg kam mir zu nah, du kommst mir zu nah, mein Freund, dir muss ich von Respekt zollen. Den erlege ich jetzt rein mit Pfeilen, ich möchte ihn rein mit Pfeilen erlegen, ich habe so viele Pfeile. Und ich möchte einen Tannenbaum. Ich mag das. Der Mord wird richtig toll. Vor allem, wenn man daneben schießt. Na, also, nach so einem Kopfschuss sollte man auch... Oh mein Gott, wie viele Pfeile da einstecken können. Ich suche eventuell mal nach einem Mode, dass man nach einem Headshot von einem Pfeil stirbt. Eventuell auch zwei. So wegen Helm. Die im Idealfall auch nach einem Schuss durchbohrt sind, aber... Naja. Man kann ja nicht alles haben. Ich bin ein Ort, da geht den Berg hinauf. Ich kann nicht singen. Warum mache ich es dann überhaupt? Mann, Schutzkinder. Vielleicht, weil das Let's Play sonst zu langweilig wird. Höchstwahrscheinlich liegt es wirklich daran. Na toll, da wird der Treu auch noch mit angegriffen. Na, da muss ich gar nicht schreien. Da töten die mir immer den. Wie kann ich euch dienen, Zuhörer? Indem du mich den Troll ausnehmen lässt. Das Fell über die Ohren ziehen, sein Fett absaugen und es dann morgen in deine Gemüsebrühe mischen. Ach ja, du kriegst ja gar keine Gemüsebrühe von mir. Ich bin so gemein. Ich bin so ein gemeiner Ort. Ich muss echt da runter. Ich muss für diesen scheiß schmierigen Elfen da runter. Hey, Dreckself. Warum können die nicht einmal ihren Daedra-Fürsten treu bleiben? Und der Drache im Hintergrund hält auch seine Klappe. Boah, sind das unglaublich viele Hebel. Yay! Schlüssel erforderlich. Ich habe keinen Schlüssel. Moin Lydia. Warum kommst du mir übrigens von unten entgegen? Und? Hier drüben. Dabei stecken die Befallenen nicht so viel ein. Mit der billigen Rüstung. Den will ich erschießen. Sag ich doch. Komische Höhle. Sieht ein bisschen aus wie eine provisorische Schlafkammer. Ziemlich provisorische Schlafkammer. Ach nö, Eingang. Vorsichtig! Man muss jetzt gerade irgendwie an ein Lied von Colton überdenken. Sorry. Ihr wisst ja, dass ich deren ihre Lieder gerne höre. Sind ja sonst nicht auch so oft in den Videos mit eingearbeitet. So, wenn ich vorspule. Wenn ich die Erlaubnis jetzt, ich habe Colton gemacht, ich denke immer ohne Erlaubnis, gebe ich jetzt offiziell zu. Ich habe ihre Rechte nicht einmal. Ja, ihr könnt euch bei ihr melden und mich dann melden und sie kann mich deswegen auch verklagen und so, aber... Naja. Ich hoffe mal, dass sie nichts dagegen hat. Wenn ja, dann nehme ich die Videos raus, schneide den Ton da weg und... Lass mir was Neues einfallen. Auf jeden Fall, ich frage jetzt... habe jetzt offiziell nachgefragt bei jemandem, der wirklich echte, professionelle Musik bringt, die auch auf dem Markt landet. Ob ich seine mitverwenden darf? Wenn er zustimmt, habt ihr den ersten Geschmack davon in Killing Floor Part 10.
Und nun ja, hoffen wir mal, dass es funktioniert. Wenn er nichts zurückschreibt, dann muss ich sagen, habe ich ein Problem. Dann werde ich versuchen, noch ein paar andere Kontakte, diesen guten Musikmacher mal zu kontaktieren. Ich habe da so meine Connections. Und ich hoffe dann auch mal, dass ich eventuell bei den Vorspulen dann wirklich andere Musik auch mal nehmen kann. Hier haben wir wieder was zum Inhalieren, damit wir unseren Boss treffen. Das heißt, wir sind eh schon heil, weil wir reingekommen sind. Genauso geil, als ob man eine Hanffarm anzündet. Wo ist auch der Hammer? Da hat man beständig high und oh Gott! Muss ich auch mal machen, High Let's Play. Das sollt ihr eigentlich nicht machen, das bekommt ja jeder mit. Jeder von euch kann das ja sehr sehen und ich werde echt über jeden Scheiß da lachen. Ach, der herrlich. Muss ich mal bringen. Irgendwann bringe ich das. Hoffe ich mal. Wenn nein, ist ja eh scheißegal. Ich werde nicht aufgestanden. Toll, das wird wieder genau durch den Schuss gelaufen. Und dann beschwert sie sich bei mir, dass ich ihr nur Schläge zufüge. Solche Frauen brauchen wir Menschen. Hat die mich gerade angekotzt? Wurde ich gerade wie von so einem Boomer angekotzt? Oh, ist das eklig! Boah, die Olle hat sie doch nicht mehr alle. Ich trage eine Rehwärtsrüstung, eine reine, und die kotzt mich immer eben so an. Ah, eklig! So was macht man doch nicht mit Besuch. Gott! Gottsli Seki! Mensch! Da werde ich einfach so angekotzt von so einer dahergelaufenen. Hey, ich nehme mich Befallenen, ne? Deswegen kotze ich gleich jeden an um die Ecke. Ja, klar! Schreibt's in die Kommentare, ich bringe das jetzt in jeder Aufnahmesession mindestens einmal. Wie würdet ihr reagieren, wenn jemand auf der Straße auf euch zugerannt kommt und euch dann einfach mal so in den Schoß kotzt? Ey, das ist total... Ey, nee! Wenn es der Kumpel ist, der vollkommen gedicht ist. Naja, ist auch nicht so das Wahre. Aber man kann es da besser verstehen, aber doch nicht sowas. Vor allem auch nicht mit grüner Kotze. Galle kenne ich vom Boomer. Wagt es ja nicht auf mich zu kotzen. Wow, kritischer Schlag gegen Lydia. Warum kill ich eigentlich immer Lydia? Da muss Lydia dran glauben. Hat auch irgendwie was Besseres verdient als mich, muss ich ja schon sagen. Arme Lydia. Arme kleine Lydia. Ja, ich werde jetzt auf der Lydia rumreiten. Mein Gott, wie weit... Wieso? Ist es jedes Mal so, dass diese großen Anführer sich immer am tiefsten in den Berg verkriechen, weil die Schiss haben. Weil die nichts auf die Reihe kriegen. Und ich hier als Drachenblut gehe rein und schlachte die Elle nach für nach ab. Ich werde sowieso sterben. Warum stellen die dann nicht gleich alle in der Reihe vor mir auf? Ich habe mich ja schon wieder angekotzt. Jemand, der aussehen hat, angekotzt zu werden, naja, das ist jetzt was anderes. Da muss man sowas nicht gehen lassen, weil... Nö! Die Kerle unter euch wissen, worauf ich hinaus will. Die Frauen unter euch wissen, worauf ich hinaus will, weil sie kennen die Kerle. Die wissen, worauf ich hinaus will. Macht das Sinn? Ja, tatsächlich. Das macht sogar Sinn. Und ich bin erstaunt darüber,
dass es Sinn gemacht hat, weil ich habe irgendwie ständig das Gefühl, ich verbassel mich in so eine Scheiße, dass nicht der immer mehr. Nee, kann ich nicht bringen. Das kann ich jetzt echt nicht bringen, weil sonst werde ich von allen gehasst. Nee, gut, wird pausiert. Wenn ihr es wissen wollt, schreibt in die PN. Wird eh nicht passieren, daher kriege ich auch kein Risiko ein. Wenn das Video auch 3 Jahre alt ist, schreibt mir immer noch eine PN. Erlaube ich euch. Hier. Offiziell im Video. Schickt mir aber dann bitte auch noch einen Link dazu, damit ich meine Erinnerung auffrischen darf. Sonst haben wir ein Problem. Und ich wette mit euch, wenn ich dann mit der Technik echt gut vorangekommen bin, dann werde ich so abflamen, weil meine Tonqualität hier so im Arsch ist dann. Sicherlich, im Gegensatz zu dem, was ich eigentlich anstrebe. Ja, ich strebe bessere Qualität an. Noch besser. Ich möchte irgendwann High Definition anbieten, wobei ich das ja schon tue. Nur der Ton ist scheiße. Das liegt ja an dem Minz-Mikro von Logitech. Logitech-Mikro, yay! Eigentlich kann ich mal so über das Teil. Wer Luxlack Link kennt, der hat das Ding auch jahrelang genutzt. Zwar nicht genau das Ding, was ich jetzt hier stehen habe, sondern... Aber selbes Produktionsmodell. Da drin geht es sicherlich weiter, also gehe ich mal hier runter. Weil das ist der Weg, den man übersehen. Übersieht. Das ist der Weg, den man übersieht. Dann haben wir hier Brot und Weizen, dann haben wir Roggen. Selten kann man Hanf anpflanzen. Das kann man dann anzünden. Ach herrlich, Entschuldigung. Ich sollte irgendwo mal auf und sowas. Das ist echt nicht gut. Also wir haben nicht Geld. Nicht ankotzen! Auch wenn du befallen bist von... Ja, hat mich schon wieder angekotzt. Da steht sie auf. Lydia? Erstmal stirbst du. Oh, ich bin Lydia überlebt. Ich wusste jetzt nicht, ob ich Lydia so in die Klinge geschrien habe, dass sie daran stirbt. Bei Lydia weiß man nie, ob die überlebt. Lydia stirbt gerne mal. Ist ihr Hobby. Da gab es diesen uralten dreckigen Scheiß, da heißt es ja, Mord ist ihr Hobby. Bei Lydia ist es Sterben. Warum vergriffen sich eigentlich alle Vollidioten neuerdings in diese Dwemer-Minen? Mit aktiven Dwemer. Oder Fiegern. Ach, scheiß Zwergenfest. Wisst ihr noch, wie ich damals an einer gestorben bin? Damals, als ich irgendwie angefangen habe zu Let's Playen mit diesem Spiel. Also nicht, dass ich Let's Playen angefangen habe, sondern wieder das Spiel. Ey, damit habe ich die Dwemer ja richtig, diese Dwemer-Krieger hier richtig platt gemacht. Und jetzt hau ich mal eben drauf und die kippen um. Ich hab's weit gebracht mit meinem Ork. Ich muss ja sagen, ich habe damals wirklich mit meinem Nord gespielt und ist doch enorm, was man so alles packt in der bisschen weniger Zeit, wenn man sich einfach mal ranhängt. Bloß nicht ankotzen! Nicht ankotzen! Ja, schießen! Pfeile schießen ist in Ordnung, dafür habe ich eine Rüstung. Kotze kriege ich aber nie wieder ab. Nicht ankotzen! Nicht! Hab schon gesehen, wie ihr den Nacken nach hinten gehoben habt? Die wollte kotzen. Ey, ich glaube, der Part wird der Kotzer oder so genannt. Je nachdem, wie das hinhaut mit der Partlänge und in welchen Teil sich das hier aufhält. Ne? Wenn sich das hier richtig passend oder nur am Start befindet, dann wird es natürlich nicht die Kotzer genannt. Aber ich glaube, solange wie sich das hier hinzieht, ich werde irgendeinen Kotzwitz machen. Eventuell packe ich auch vom guten Gronk da den Bulimie-Song drunter. Moment mal, kann ich das nicht auch jetzt schon irgendwie machen?
Jo, ich versuche mal ganz leise den Bulimie-Song in den Hintergrund zu bekommen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich pausiere hier lieber mal das Spiel und speichere es ab, bevor es mir gleich abschmiert. Aber trotzdem, wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Und ich hab's hingekriegt. So, jetzt sollte es eigentlich gleich da sein. Ah, komm, ich glaube, das Spiel wollte ich jetzt sagen, ist zu leise. Ja, ich hab's ganz leise im Hintergrund laufen. Oh Gott, selbst Skyrimuk übertönt das schon und die hört ihr auch kaum, soweit ich weiß. Gut, dann Moment mal, dann mache ich das eben live. Das ist voll modern. Das macht jeder bei euch in der Klasse. So. Da haben wir ihn. Den Song. Hallo, Freunde. Hey. Heute sind wir in einer großen Höhle gefangen. Ich hoffe, es gefällt. Und die Zombies haben wir schon weggemacht mit ganz viel Licht. Aber jetzt suchen wir den Ausgang. Oder wir werden hier eines grausamen Hungertodes sterben. Ganz langsam und elendig. Jawohl, das ist ein großer Schaden. Das müsst ihr zu Hause mal nachmachen. Tja, und wenn euch die Eltern fragen, dann sagt ihr einfach, ja, Bulimie. Das ist voll modern. Das macht jeder bei euch in der Klasse. Nach dem Essen einfach mal wachsen. Im Finger in den Hals und los geht die Pampe. Das macht riesig Spaß und man kann auch Freunde dazu einladen. Bulimie, ich mag die Bulimie. Schubidu und Schubidi, wir haben alle Bulimie, Baby. Bulimie, wir haben alle Bulimie. Gib dich ins Knie. Ich hab Bulimie, Schubidubidu, Bulimie. Bulimie, ich hab die Biber Bulimie. Ich hab die Biber, Mann, die Bulimie, Baby. Ich hab die Bulimie. Ich hab die Bulimie. Hat nix mit Bullerei zu tun. Und auch nix mit Buletten. Denn wenn man dann eine Bulette frisst, ja, dann kommt drei wieder raus. Jawohl, ja. Die Bulimie. Die Bulimie. So, ich hoffe, es hat gefallen. Das war der Bulimie-Song. Link, wenn ich dran denke, findet ihr in der Beschreibung. Wenn ich nicht dran denke, habt ihr Pech gehabt. Da gibt einfach Bulimie und Gronkh ein, da findet ihr es auch. So hab ich's gerade gemacht. Große Hürde. Also hier werden wir echt noch eine Menge Spaß scheinbar drin haben. Oh, guck mal, da haben wir schon die ersten Toten. Aber echt, das ist eine riesige Höhle. Das ist ja ein absolut übergroßer Komplex. Oh, Schleichen hat sich verbessert. Da hatten wir sie gerade wieder, den Bulimie-Grund. Na toll, die prügeln sich da unten und kommen hier oben wieder raus, instant. Ist ja geil. Ist ja geil. So, ich starte jetzt aber noch einmal. Der Song ist so toll, aber jetzt fange ich auch wieder an zu quatschen. Aber Gott, der Song ist auch einfach super, muss man ja schon sagen. Hallo Freunde, heute sind wir in einer großen Höhle gefangen. Spinnen und Zombies haben wir schon weggemacht mit ganz viel Licht. Aber jetzt suchen wir den Ausgang. Oder wir werden hier eines grausamen Hungertodes sterben. Ganz langsam und elendig.
Jawohl, das ist ein großer Spaß. Das müsst ihr zu Hause mal nachmachen. Tja, und wenn euch die Eltern fragen, dann sagt ihr einfach, ja, Bulimie. Das ist voll modern. Das macht jeder bei euch in der Klasse. Jo, war bei mir auch so. Nach dem Essen ja, einfach mal packen. Den Finger in den Hals und los geht die Pampe. Das macht riesig Spaß und man kann auch Freunde dazu einladen. Bulimie, ich mag die Bulimie. Schubidu und Schubidi, wir haben alle Bulimie, Baby. Bulimie, wir haben alle Bulimie. Fick dich ins Knie, ich hab Bulimie. Ach Gott, das ist herrlich. Bulimie, ich hab die Biber-Bulimie. Ich hab die Biber-Bulimie. Die Bulimie, Baby. Ich hab die Bulimie. Die Bulimie, ich hab die Bulimie. Ich empfehle von Bulimie, die Bulimie. Ich bin kein großer Minecraft-Fan. Denn wenn man dann eine Bulette frisst, ja, ist ja, dann Schande, kommt drei wieder raus. Soll sterben. Ja. Das ist am besten 30 Mal in einer Sekunde. Die Bulimie. Dann 60 Sekunden lang. Die Bulimie. Aber ich muss sagen, ich mag das Minecraft-Let's Play von Gronkh sehr. Ich habe sogar extra, damit ich nichts verpasse, beim Nullpunkt angefangen und arbeite mich jetzt langsam zu seiner aktuellen Folge hoch, die ja irgendwie auch immer mehr wird. Okay, da bin ich schon zu weit. Okay, dann gucke ich erst in den Wohnbereich rein. Und sterb dabei fast. Ja, aber den Bulimie-Song muss ich jetzt einfach persönlich auch noch ein zweites Mal hören, weil ich mag den ja echt. Das ist echt ein schöner Song. Ja, ich hab jetzt gerade voll den Ohrwurm, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Macht auch einfach Spaß. What the fuck? Habt ihr etwas gehört? Ah, da haben wir den nächsten Bulimie. Bartchen, nicht ankotzen! Na toll. Ich bin jetzt wieder langgelegt. Na toll, da wurde ich auch wieder angekotzt. Hey, passt ein bisschen auf. Da werde ich angekotzt. Das kotzt so an. Wortspiel. Und für den Rempel habe ich das jetzt gemacht. Gut. Okay, hat sich gelohnt. Also ich empfehle wirklich jedem, der sich Skyrim holen möchte und schneller als ich durch sein möchte, was wohl jedem passiert, weil er nicht Let's Playt, sondern privat einfach mal durchspielt. Privat war ich auch viel schneller fertig. Also ich habe mich auch nur um die Hauptstory gekümmert, keine Ahnung wieso. Deswegen habe ich auch angefangen, mal ein Let's Play von jemand anderem zu gucken. Allerdings habe ich dieses Let's Play jetzt persönlich auch aufgegeben, mir anzusehen, weil ich ja hier mit meinem eigenen beschäftigt bin. Und wenn ich selbst auf 100% haben möchte, ich bin da zwar schon für, dass ich mir das Let's Play gerne weiter ansehen möchte. Also würde ich gerne. Problem ist einmal Zeit. Hauptproblem ist Zeit. Nächstes Problem ist, ich möchte mich ungern spoilern. Er hat auch eine andere Reihenfolge als ich. Und ja, und ich habe mal wieder bei ihm reingeswitcht und naja, der macht dann doch einiges, womit ich mich persönlich selbst spoilern würde. Ja, das, was ich damals gemacht habe, hat er auch schon gemacht, demnach, ja, das Naheliegendste halt, ne? Und dann, bleibt einfach nicht mehr so viel offen. Komm. Nee, ist doch nichts. Ich dachte, da sei was. Aber so weit können wir doch von diesen beschissenen Elfen nicht mehr sein. Wir wurden jetzt so oft angekotzt. Langsam erwarte ich mal, dass wir ihn finden. Orkische Rüstung der großen Gesundheit. Und Dreiklass habe ich immer noch gut. Das ist ja super. Ey, die Höhle gefällt mir mal. Also, Zwergenhöhle doch ist eine Höhle.
Okay. Oh Gott! Scheiß Zwerg! Warum bin ich eigentlich den ganzen Zwergenscheiß ja immer mit? Das weiß ich auch nicht. Denke ich hier ein Schild? Jo, habe ich. Ach, ich weiß, warum wir damals den Ebenerzschild nicht genommen haben. Der war ja verbuggt und man hat ihn ja nicht gesehen. Nö, ich habe keinen Plan, wie ich den Bug gelöst habe. So, bevor der hochkommt, werden wir erstmal drei Pfeile stecken. Drei habe ich gesagt. Und da ist der dritte. Sogar noch ein kritischer Treffer. Ach! Ne, war der Fall, der mich getroffen hat. Genug! Ich dachte schon, der hat mich angegriffen. Es liegt auch sicherlich an den ganzen Drogen, die Intos haben, ne? Davon muss man sicherlich kotzen. Ich glaube, ich habe immer noch die beste Kotze ever. Ne? Muss ich jetzt auch mal unter Beweis stellen. Ne? Beste ist best forever. Ich hab ihn damit echt gekillt? Ist ja interessant. Ihn auch. Und auf der Stolzsäcke steck ich sogar den Bogen weg. Kann ich mehr richtig sprechen. Das hat bestimmt jedem von euch schon aufgefallen. Oh. Musste niesen. Entschuldigung. Kommt sonst nicht wieder vor. Ne? So macht man das ja ganz professionell. Man schaltet das Mikrofon aus oder schaltet sich stumm oder so. Ich habe die Funktion des Mikrofons ausschalten. Daher. Ne? Schalte ich auch das Mikrofon aus. Bei mir ist das glückliche Elementchen aber, dass ich mich nicht immer extra umstellen muss. Ich weiß immer noch nicht, wie der gute Gronkh das macht mit seiner Aufnahme. Ich möchte gerne wissen, wie er aufnimmt, damit ich das auch so machen kann. Wirkt nämlich voll professionell, er hatte sein eigenes Mischpult oder so. Hätte auch gerne mein eigenes Mischpult so zur Mikrofoneinstellung. Wirkt nämlich doch irgendwie episch, total voll geschissen an der Schreibtisch, aber episch. Boah, und seine Monitoraufnahme hätte ich auch gern. Ich frag mich nicht mal, ich möchte gar nicht mehr wissen, was für ein Riesenmonitor er da hat. Dann habe ich das Gefühl, er sitzt ja im Kino und nimmt auf. Das wirkt aber dann doch ein bisschen übertrieben, daher bezweifle ich das aber. Naja. Da kommen noch mehr Bulimie-Freunde. Die wollen sogar. Boah Gott, das war ja gerade eine richtige Kotzpartie. Nix da. Incoming! Der ist weg. Na gut, dann kann ich die hier überprüfen. Dietrich Gold, na gut, Lederampchen brauche ich jetzt nicht. Oh, mein Pfeil. Und du hast Gold, ein Stab. Oh, 300 Werten, 120, 125. Meine Pfeile. Weil der hier irgendwie so anhört, wenn die kotzen. Müssen wir genau auf die Soundeffekte achten. Total eklig. Voll Real Life ähnlich. Na gut, nicht Real Life ähnlich, Real Life ist jetzt noch eklig anhören. Yay, da habe ich noch mehr zum Ausnehmen. Das war schon alles? Wirklich? Nein, das war alles. Na komm! Die orkischen Pfeile hätte ich gerne noch. Meine auch. So, wie komme ich hier raus? Ah, hier komme ich.